Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar bin ich gestern ein bisschen rumgelaufen und habe hier die Tiere fotografiert. Und dabei scheine ich dann auch drei Fotos gemacht zu haben, die für unsere Aufgabe eigentlich schon gewesen sind. Was sehr, sehr blöd ist, weil ich jetzt natürlich nicht alles so nachvollziehen kann. Was ich da jetzt genau fotografiert habe. Jetzt bin ich am Reden und gerade jetzt muss natürlich hier so ein Riesending aus diesen Einzelnen rauskommen. Das war ja wieder so klar. So. Und zwar, ich habe mir jetzt mal drei Fotos rausgesucht, wo ich denke, dass das die Fotos sind, die tatsächlich dazu geführt haben, dass das abgehakt worden ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also wenn irgendwas davon falsch ist, dann bitte, bitte korrigiert mich. Weil, ja, weil ich es halt nicht hundertprozentig weiß. Ich habe es auch absolut nicht mitbekommen. Ich habe einfach die Fotos gemacht, habe die Tiere mehrfach auch fotografiert. Ich denke, das größte Problem wird gewesen sein, dass ich die Schlange fotografiert habe, weil die war nicht so einfach zu fotografieren. Vor allen Dingen nicht im Selfie-Modus. Ich habe die Fotos gemacht, damit ich die Tiere online stellen kann bei mir im Blog. Nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr da irgendwas suchen solltet, dann könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Ist auch verlinkt in der Beschreibung hier auf YouTube, beziehungsweise auf meinem Kanal ist es verlinkt. Und ja, also was mir aufgefallen ist, ich habe meines Wissens nach kein einziges Foto gemacht von diesen fleischfressenden Pflanzen. Also diesen hier unten, weil die hätte, Fliegenfalle, genau. Die hätte ich nämlich eher angesehen als eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen. Aber ich habe, als ich die Schlange fotografiert habe, hier so eine Agave. Agave heißt sie, glaube ich. Ja, Agave. habe ich irgendwo im Hintergrund gehabt. Und ich denke, dass das der Grund gewesen ist, weshalb ich jetzt eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen schon, ja, abgehakt habe. Nämlich handelt es sich um dieses Bild hier. Ich denke, dass das der ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Ja, eine Schlange ist logisch. Ich habe ja versucht, die Schlangen zu fotografieren. Also das sollte für euch nicht allzu schwer sein. Ihr braucht einfach nur nach hier zu gehen. Ich habe hier eigentlich fast immer Schlangen gefunden. Hinten kriecht jetzt auch schon wieder eine rum. Wenn hier vorne in dem Bereich keine Schlange ist, dann müsstet ihr tatsächlich mal in diesem Bereich hinten durch links gehen. Oh, Moment, das ist normales, oder? Das machen wir mal schnell mit weg. Weil wir brauchen ja die Punkte. Und auch wenn ich euch gerade eigentlich was erklären will, diese Sachen hier muss ich auf jeden Fall einsammeln, weil die sind nämlich nicht so einfach zu finden. Die Agave, glaube ich, ist da schon eher zu finden. Also die ist eigentlich jedes Mal wieder drin gewesen, wenn ich hier neu reingekommen bin. Allerdings, wenn ich sehr lange drin gewesen bin, das ist mir aufgefallen, haben hier gerade in der Wüste die Sachen gar nicht so, sind gar nicht so respawned. Also die ganzen Pflanzen und so kamen nicht mehr so richtig wieder. Die Wirbel und so weiter kamen nicht so richtig wieder. Also es hilft wohl eher, wenn man zwischendurch mal draußen ist und eben nicht, ja, so lange am Stück drin ist. Also diese Stelle hier meine ich. Wenn man hier so durchgeht, hier hatte ich dann sonst immer eine Schlange gefunden oder halt gesehen, wenn ich vorne keine gesehen habe. Ich gucke übrigens nochmal. Ich hatte nämlich gestern hier auch nochmal einen Zettel gefunden. Heute ist diesmal keiner da, okay. Dann die letzte Sache, ein Wasserfall aus Sand. Da bin ich mir nicht sicher, aber als ich in diese Richtung stand und aber ein ganzes Stück weiter da unten ein Foto von einer Schlange versucht habe zu machen, da war, glaube ich, ein Stückchen von diesem Teil hier im Hintergrund. Das müsste dieses Foto hier gewesen sein. Und deswegen glaube ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass hiermit der Wasserfall im Sand gemeint ist. Es ist kein richtiger Wasserfall, obwohl eigentlich doch schon, weil hier oben ist ja, sieht ja so ein bisschen seemäßig aus, aber wenn man mal guckt, hier vorne ist ja diese Kante und da geht das ja eigentlich so runter wie so ein Wasserfall. Und ich denke wirklich, dass dieser Punkt hier gemeint ist.
Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das selber noch machen müsst. Achtet mal drauf, ob dieser Punkt tatsächlich gemeint ist mit dem Foto am Wasserfall. Ich würde jetzt einfach mal spaßeshalber, weil ich mir ja auch diese Punkte eigentlich gerne... Oh, falsche... Oh nee, das sieht scheiße aus. Ich muss schon gut gucken. Aber wenn ich auf Space drücke, bringt das halt nicht allzu viel. Oh, mache ein Foto. Sehr schön. Wunderbar, dass ich das gerade gemacht habe. Weil ich diese Punkte nämlich eigentlich auch zusammensammeln möchte und hochladen möchte dann im Blog. Das Problem ist halt nur, ich weiß nicht hundertprozentig, ob dieser Wasserfall in Anführungszeichen damit gemeint ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es tatsächlich so ist. Dann haben wir jetzt noch einen Mann mit unfassbar dicken Hals. Das könnte vielleicht sogar... Ich bin mir nicht sicher. Wir machen einfach mal ein Foto von Gaston. Ja, super. Da ist wirklich der Mann mit unfassbar dicken Hals mit gemeint. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich so einen dicken Hals hat oder ob das jetzt irgendwie so eine Plattitüde sein sollte, aber genau. Und das Foto, wie machen wir das denn am besten? Von dem deplatzierten Boot hoch oben im Dschungel. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Also entweder, oh, ich hasse diese Stelle und ich kann das Groß ja auch nicht wegmachen hier. Entweder können wir das von hier aus schon machen oder wir müssen im nächsten Teil des Dschungels gehen. Schnell! Ich versuch's mal. Na, ich weiß nicht. Ich versuch's mal von hier aus zu machen. Nee, das reicht noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich selber im Dschungel sozusagen stehen, damit wir davon das Bild richtig machen können. Machen wir das von hier aus nochmal. Oder es ist nicht das richtige Bild. Das kann natürlich auch sein. Also das richtige Motiv. Mal gucken. Doch, es ist auf jeden Fall das richtige Motiv, aber wir müssen halt wirklich hier drin stehen. Eine Frau mit langen Haaren, da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, wo ist Rapunzel? Weil das ist die einzige, ja natürlich ist sie jetzt da unten. Das ist nämlich die einzige Frau mit langen Haaren, die mir einfällt. Dann laufen wir mal eben ganz schnell nach hier oben. Schnell ist gut. Schnell laufen kann man ja nicht in Disney Dreamlight Valley. Und dann porten wir mal hier runter. So. Hallo. Mädel, bleib stehen. Ja, aber ich muss ein Foto von dir machen. Das sieht jetzt total bescheuert aus. Aber gut, wir speichern es trotzdem. Dein Ernst jetzt. Das Foto speichere ich. Das sieht noch bescheuerter aus, aber ich speichere es trotzdem. So. Kehre zu Eve zurück. Genau. Wo ist Eve? Eve kommt gerade schon angelaufen. Das ist gut. Moment, dann machen wir das so. So, vielleicht geht es dann gleich raus, wenn ich hier stehe. Es geht nur raus, wenn ich um sie rumlaufe. Nee, es geht gar nicht raus. Oder es geht nur raus, wenn ich. Ah, es geht nur raus, wenn ich sie anspreche. Okay. Aufgabe. Ich melde mich mit weiteren Scans, Eve. Auf der Insel der Ewigkeit gibt es nichts zu befürchten. Das verschollene Boot im wilden Dschungel ist absolut sicher. Keine Gefahr des Umkippens. Hast du dir das mal richtig angeguckt? Also ich bin mir da nicht so richtig sicher, was die da erzählt, aber okay. Die Schlangen in den funkelnden Dünen sind eigentlich ganz knuffelig. Ja, doch. Also da muss ich ja zustimmen. Was den Kerl mit dem dicken Hals angeht... Nein, er ist kein Freund. Er ist eher nervig als gefährlich. Naja, er ist meistens harmlos. Oh. Puh. Du musst dich nicht mehr vor Gefahren fürchten. Du bist hier zu Hause. Hier bist du sicher. Versprochen. Zu Hause. Ja, sehr schön. Und damit haben wir die Aufgabe auch schon fertig. Aber wir können ja jetzt natürlich nicht nach 10 Minuten schon aufhören. Eine Aufgabe möchte ich nämlich gerne noch dazwischen nehmen. Ach so, etwas klopft an die Tür. Leider bin ich gestern zurückgegangen, weil ich Eisen gebraucht habe. Zurück in die alte Karte. Ich zeige euch das am besten, weil ich habe etwas länger gebraucht, das herauszufinden.
Und zwar kann man auf Karte gehen und dann auf T-schnelle Fortbewegung. Das kennen wir ja eigentlich. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht. Also für mich persönlich ist das aktuell die einzige Möglichkeit, um tatsächlich wieder zurück in die normale Welt hier zu porten. Obwohl ich mich hier auch schon sehr heimisch fühle, das muss ich schon sagen. Aber es ist noch nicht so heimisch, weil hier noch nicht alles geöffnet ist und so. Meine Kürbisse sind nicht hier. Also ganz so heimisch fühle ich mich nicht. Da kann man dann wieder auf den Hauptplatz oder auf die freundliche Wiese oder sonstiges draufporten. Das war tatsächlich das Einzige, was mir gestern aufgefallen ist, nach, glaube ich, 10 Minuten oder so, nachdem ich da total verzweifelt rumgeirrt bin und nicht wusste, wie ich jetzt eigentlich wieder zurückkomme, wie man tatsächlich jetzt wieder in das alte Reich sozusagen rüberporten kann. Das wollte ich euch kurz zeigen. Und die eine Aufgabe, etwas klopft an der Tür, hat mit Matroschka-Puppen zu tun, mit diesen russischen Püppchen, die man so übereinander steckt. Die habe ich im Heimatdorf sozusagen, in einem normalen Bereich gefunden. Die war irgendwo, stand die am Wegesrand. Ich habe allerdings einen Screenshot extra gemacht. Den kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ja, und einmal habe ich was ausgebuddelt und habe gedacht, es wäre irgendwie ein Schatz gewesen und da war leider eine Puppe drin. Da kann ich euch nur sagen, das war in der Steppe in der Nähe von Ska. Also zwischen Ska, dem Felsen und diesen Fluss, der da fließt. Irgendwo in dem grünen Bereich, da habe ich dann die Puppe ausgebuddelt. Also falls die immer an der gleichen Stelle sein sollte. Das nur schon mal als Info, weil ich das jetzt zwar heute noch nicht machen möchte, aber falls ich das vergessen sollte, mal zu erwähnen, dann habe ich es wenigstens jetzt schon mal getan für alle die, die alle Folgen angucken. Die können sich dann jetzt dran erinnern. Oh, irgendwo hat sie das mal gesagt. So, dann eine andere Sache. Ich habe mich mal informiert. Wir haben ja unter Sammlung Brettspiel, was ich zu 0% hatte. Und da ich nirgendwo im Spiel selber irgendetwas gefunden habe, einen Hinweis darauf, habe ich mich mal im Internet informiert, was das ist, ob ich da so schon drankomme oder ob das vielleicht eine Sache ist, die für die Zukunft eigentlich gelten soll. Es ist was, wo ich jetzt schon drankomme, und zwar mit dem neuen, mit der neuen Quest von Mickey, ein Spiel mit Münzen nennt die sich. Und die werden wir jetzt noch eben dranhängen. Ich hoffe, dass die nicht allzu lange ist. Und mal schauen, wo Mickey überhaupt ist. Da oben. So, der kommt mir auch entgegen. Das ist gut. Achso, während ich hier auf Mickey warte, kann ich da mal kurz die Sachen hier abernten. Oh, wenn ich der nochmal dazwischen gelaufen komme. Eigentlich ist das so weit auseinander. Da müsste ich 5-mal dazwischen passen. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Mein Char hat irgendwie so eine Box um sich rum. Habe ich manchmal das Gefühl, dass die nirgendwo reinpasst. Was machen die mir hier mein... Du sollst es nur wegmachen. Oh, hey, kannst du mir reden, Kumpel? Das sind diese blöden Steine, die ich gar nicht wegmachen kann. Okay. Nicht weglaufen, Mickey. Hallo. Nicht weglaufen, ich habe dich extra geholt. Hallo, du. Hallo, Gameplayerin. Ich habe die Insel der Ewigkeit erkundet und etwas gefunden, das dir bestimmt gefallen wird. Ein Haufen kleiner Statuen. Es sind Teile eines Brettspiels, das wir alle im Tal gespielt haben. Ja, ich hoffe, die Regeln sind nicht zu kompliziert. Das war mein erster Gedanke tatsächlich, weil da gab es dann auch ein Bild dazu. Also ich habe mir nicht durchgelesen, wie das Ganze funktioniert, nur wo man das Ganze freischalten kann. Aber ich habe halt dieses Bild gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das nicht zu kompliziert. Oh, wie lustig. Es ist ein Riesenspaß. Das Spiel heißt Münzjagd. Es war eines unserer Lieblingsbeschäftigungen, die wir mit Freunden gemacht haben. Aber das ist doch Schach, wieso heißt das Münzjagd? Also Schach nicht, aber so Schachfiguren quasi. Was brauche ich zum Spielen? Nun, ich habe hier 5 Spielfiguren für dich. Ja, er natürlich selber auch dabei, war ja klar. Jetzt können wir spielen. Okay, also beim Spiel Münzjagd geht es darum, Figuren auf dem Spielbrett zu bewegen, um Münzen einzusammeln. Je mehr Münzen du gewinnst, desto mehr Figuren bekommst du. Alle Figuren bewegen sich auf unterschiedliche Art und Weise auf dem Brett. Hm, was noch? Oh, jeder hier liebt Münzjagd, also spiele unbedingt mit all deinen Freunden. Ach, das ist so ein Ding, wo ich damit jeden... Oh Gott.
Sag mir Bescheid, wenn du eine Partie probieren willst. Und keine Sorge, du wirst die Regeln ganz schnell verstehen. Oh Junge, ich habe Münzjagd schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich kann es kaum erwarten, es dir beizubringen. Bis ganz bald. Okay. Ich weiß es jetzt nicht, aber eine Vermutung von mir wäre jetzt, wenn man mit den Leuten spielt, dessen Figur man braucht, bekommt man die dann, wenn man gewinnt? Ist jetzt nur so eine Frage. Vielleicht wisst ihr das ja schon. Vielleicht habt ihr das ja schon gespielt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich es auch gleich feststellen. Obwohl, nee, von ihm habe ich ja die Figuren schon. Hey, du! Ja. Lass uns mal... Achso, Level 1. Ja, stimmt. Ich hatte ja gesehen, da gibt es irgendwas... Ich glaube, Level 4 war das Höchste, was ich gesehen hatte. Ein Spiel mit Münzen. Was soll ich machen? Ja, erklärt er mir da noch die Regeln vorher? Ich würde sagen, wir klicken das erstmal an. Wenn du noch nicht gewonnen hast, lass dich nicht entmutigen. Münzjagd soll Spaß machen. Danke, Kumpel. Ja, toll, das war jetzt nicht wirklich das, was ich wissen wollte. Na gut, dann fordere ich ihn mal heraus. Das wird großartig. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst. Wähle als erstes 5 Figuren aus. Gut, ich habe ja nur 5, mit denen du spielen möchtest. Zu Beginn des Spiels wählt jeder Spieler 5 Figuren, die er dann auf das Spielbrett setzt. Links alles auf Englisch, rechts auf Deutsch. Das ist, ja, schön. Jede Figur hat andere Eigenschaften, also wähle mit Bedacht, wann und wo sie gespielt werden können. Anscheinend hat er 4 Züge, also 4 Schritte, die der gehen kann. Übersetze ich jetzt mal frei. Ich weiß natürlich nicht, wie es gemeint ist. Kann überall reingesetzt werden. Richtung und Bewegung der Entfernung. Movement. Nee, Movement steht jetzt hier 2. Aber Play Conditions, Turn 4. Hä? Ich liebe es, wenn es auf Englisch ist und man nicht weiß, was die meinen. Ach so, das sind Pfeile. Moment. 8 diagonal. 8 rechtwinklig, also über Kreuz, und 8 in jede Richtung. Das heißt, die kann 2 in jede Richtung gehen. Details zu den einzigartigen Fähigkeiten der Figur. Keine Ahnung. Was ist ein One Silver Coin? Muss man gegen... Gold austauscht. Also was sammelt man jetzt ein? Silber? Gold? Ich weiß es nicht. Jede Figur hat ihre eigenen Eigenschaften. Aber hier ist doch nirgendwo, hier sind doch keine Münzen drauf und nix. Ich nehme die jetzt einfach mal rein. So, Donald kann überall hingehen mit 3. Kann aber nur in den Ecken anfangen. Goofy kann überall mit 3 hingehen, kann auch nur in den Ecken anfangen. Oh. Kann direkt zum Zielfeld springen und ignoriert alles dazwischen. Das ist cool. Mickey kann 3 im Kreuz gehen, kann nur am Rand irgendwo anfangen. Minnie kann diagonal 3 gehen, hat keine Eigenschaften. Und Dagobert Duck kann überall hingehen, aber nur 2. Ja gut, er ist eine alte Ente, ne? Erhält am Ende jedes Zuges eine zusätzliche Münze. Oh, das wäre natürlich cool. Du hast 5 Runden Zeit, um mehr Münzen zu sammeln als dein Gegner. Die Münzen werden eingesammelt, sobald eine Figur auf ihrem Feld landet. Gut, das ist logisch. Goldene sind mehr als die silbernen, okay. Du darfst, ein Zug wird in 2 Schritten durchgeführt. Du darfst eine deiner Figuren auf das Spielbrett stellen. Entweder entsprechend ihres Startpunktes oder auf einer anderen Figur, um sie zu ersetzen. Ach so, ja, die zeigen das wahrscheinlich dann an. Bewege alle Figuren auf dem Spielbrett. Ich darf eine hinstellen und darf alle bewegen. Hm? Mal gucken, wir müssen das mal spielen. Also, er darf direkt zum Zielort hinspringen. Das ist schon mal gut. Der hat 3 Züge in jede Richtung. Dann muss aber in den Ecken. Da würde ich... Wieso darf ich den nicht anklicken? Muss ich den hier oben anklicken? Ah, nee, er ist schon... Okay, stell mir den mal hier hin. Die anderen können wir die jetzt auch hinstellen? Ne, wir können erstmal nur einen hinstellen. Okay, dann mache ich den nach da. Und den nach da. Das darf ich nicht mehr. Ich denke, der darf 3 Schritte gehen.
Ist jetzt aber nur einen Schritt gegangen. Oder muss ich die ziehen? Darf ich die nicht loslassen? Das kann natürlich auch sein. Mickey muss nur am Rand hingestellt werden. Dann stelle ich den... Ach, darf ich den nicht hin? Ja, das ist doof. Okay, dann nehme ich den, halt den gedrückt und der darf aber nur bis hier. Ach, okay, man muss das wirklich markieren. Okay, okay, okay. Das hätte ich vorher wissen müssen. Dann machen wir den so. Hallo? Bewege jede Figur, die im Spiel ist. Würde ich gerne. Darf ich aber gerade nicht. Leute. Durfte der nicht diagonal? Doch. Kann der nur einmal? Ich kann den immer nur einmal setzen. Ich kann den nicht ziehen. Ihn konnte ich ziehen. Sie kann sich nur diagonal bewegen. Das ist natürlich blöd. Er kann in alle Richtungen. Ach, den darf ich jetzt wieder nicht... Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Nö. Wieso darf ich den da nicht hinsetzen? Ach so, Moment. Ach, den kann ich nur in den Ecken starten. Ach, ja, okay. Das war jetzt mein Fehler. Sie kann aber nur diagonal und das ist natürlich blöd. Ich weiß nicht, ob sie dann tatsächlich... Er kann aber auch nur in den Ecken, sie an den Rändern. Aber ich darf sie... Also man darf die wirklich nicht auf die Dinger draufsetzen. Das ist ja blöd gemacht. Ich kann die nur einmal ziehen. Also ich verstehe es wirklich nicht. Sie kann nur diagonal ziehen, das kann ich ja noch verstehen. Vielleicht geht es auch darum, dass man nur in eine Richtung ziehen kann und nicht zickzack. Das wäre natürlich wiederum blöd. Moment, wen habe ich jetzt? Goofy habe ich jetzt noch nicht, ne? Der kann in alle Richtungen. Der kann nur in den Ecken, oder wie war das? Nee, Moment, er ist ausgegraut. Wieso ist der... Ach so, weil ich Mini gerade... Ach, ich bin ja auch blöd. Ich kriege das heute nochmal irgendwann hin mit diesem Spiel. Also, der kann in alle Richtungen ziehen. Das heißt, den ziehen wir jetzt hier mal bis hier. So. Dann. Mickey Maus. Also, die Ausgegrauten, die können wir nicht... machen wir den nach hier. So. Ich glaube aber, so langsam komme ich rein. Nee, du kannst maximal 3 Figuren gleichzeitig haben. Ja, super. Warum sagt man mir das nicht im Vorfeld? Oh, zu Beginn jedes Zuges kannst du entweder... Ja, das wissen wir doch schon. Nee, Moment. Eine Figur auf eine andere Figur... Was? Um sie zu ersetzen? Ach so. Das Aufstellen einer Figur in dieser Runde überspringen. Um sie zu ersetzen. Okay. Warum das? Platziere eine Figur. Also ich darf nur 3 haben. Jetzt ist die Frage. Mini kann nur diagonal 3. Der kann so nur 3. Und der kann so 3. Ich hätte aber eigentlich Goofy gerne drin gehabt. Das heißt, ich werde wohl oder übel Goofy gegen Mini Moment. Doch, Goofy gegen Mini ersetzen. Aber wie mache ich das? Die steht nicht in der Ecke. Geht das denn überhaupt? Nee, das geht nicht. Wie soll ich den denn jetzt reinsetzen? Platziere die Figur. Weil, wie soll ich den jetzt reinsetzen, wenn ich den gar nicht dagegen ersetzen kann? Das ist doch blöd. Kann ich nicht, ne? Nehme ich mal stark an. Dann überspringen wir das Platzieren. Ach so. Ach, ich bin so blöd. Das war ja die andere Farbe.
Vielleicht hätte es doch geklappt. Okay. Ist jetzt dumm gelaufen. Der hat sich jetzt extra schon dahingestellt, um den ganzen Goldenen zu bekommen. Okay. Dann nehmen wir Mickey. Nehmen wir erstmal hier die Silbernen auf jeden Fall weg. So, Mini kann diagonal nur, glaube ich, ne? Und er kann in alle Richtungen. Er könnte jetzt unten die anderen noch holen. Aber wenn ich nach oben gehe, ist natürlich Quatsch. Weil die werde ich nicht mehr bekommen. Die wird er mir wahrscheinlich dann auch wegnehmen. Ja, da geht er nämlich dann weg. Ja, ja. Machen wir es so. Ich meine, viel anderes bleibt mir jetzt auch nicht übrig. So, Mini, diagonal 3 Schritte. Diagonal bringt mir allerdings gerade überhaupt nichts. Kann die auch hier dann da durch? Eigentlich ja, oder? Würde ich sagen, positionieren wir die schon mal hier. Auch dein Ernst jetzt. Okay. Wenn wir die jetzt aber da reinsetzen. Ne, wir überspringen das mal. Dann nehmen wir mit Mini die hier. Man muss echt taktisch gucken, ne, was man nimmt. Da komme ich nicht ran, also nehme ich die. Und da habe ich am meisten von, wenn ich hier rüber gehe. So. Wann ist denn eigentlich das Spiel zu Ende? 5 Runden, haben die doch gesagt, ne? Spiele täglich mit deinen... Ich hatte 24, er 16. Habe ich jetzt gewonnen? Ah, manche Dorfbewohner wollen unbedingt mit dir spielen. Dafür gibt es mehr Freundschafts- und Ranglistenpunkte. Ah! Ach, da bekommt man die Figuren her. Okay. Ja, beenden wir erstmal. Ja, cool. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Wow, Gameplayerin, das war toll. Ich habe ewig gebraucht, um mein erstes Spiel Münzjagd gegen Merlin zu gewinnen. Aber du hast mich ziemlich schnell besiegt. Ich wette, viele Leute würden gerne eine Partie mit dir spielen. Wenn du gewinnst, erhältst du Spielfiguren. Wenn du weiterspielst, kannst du sogar noch mehr gewinnen. Hey, und vielleicht können wir eines Tages die Meisterschaft von Münzjagd wieder ins Leben rufen. Ich wette, du wärst im Handumdrehen Meister. Oh, das ist großartig! Ja, cool. Cool, cool, cool. Leider hat das jetzt so lange gedauert, weil... Also man muss sich ja erstmal ein bisschen reinfuchsen, ne, wenn man es so gar nicht kennt. Aber... Es ist, wir haben nicht überzogen, wir haben 2 Sachen machen können und trotzdem nicht überzogen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen Hallo, kleinen Cut Kumpel. Machen. Wie wär's mit einem Plausch? Ja, aber nicht gerade jetzt. Ein Garten in der Wüste? 250? Da kriege ich nur... Da kriegen wir zwei neue Rezepte für. Ich würde sagen, dass wir als nächstes dann mit Remi weitermachen. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.